So, meine lieben Freunde, wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, das GTA auf 3 genauso erleben könnt wie ich. Das heißt, diese Frame, diese Texturen, die flackern, das sollte weg sein, das sollte genauso flüssig laufen wie bei mir im Stream. Wie ihr seht, also ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht zuvor. Es ist immer noch ein klein bisschen anders, also es läuft bei mir noch einen ganzen Ticken flüssiger wie jetzt auf dem Livestream, aber ich denke, das ist so auf jeden Fall schon mal anschaubar. So, dann wollen wir mal schauen. Jetzt die Mission von Toni und Salvatore. Und das lustige Telefon. Ich nehme an, das lustige Telefon sind so eine Art Nebenmission bloß. So, die Fetcher-Nachricht. Import, Export, Garage. Portland and Harbor. Wir haben Bestellungen für verschiedene Fahrzeuge. Näheres steht auf unserem schwarzen Brett. Na, das ist, wir sollen bestimmt Autos abliefern, oder? Und nun weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo die sind. Davon jetzt mal abgesehen, ja. So, ich würde sagen, wir machen mal eine Telefonmission. Auch gleich hier ganz in der Nähe. Und dann kümmern wir uns erstmal wieder um Toni. Oh ja, yeah, schön bei Misty vom Haus. Ey, ich stehe da einfach. So. Gran Turismo. Oh cool, ein kleines Rennen. Da haben wir ja sogar praktischerweise direkt das gute Auto dabei hier. Na, da wollen wir mal sehen hier. Sollten wir das Auto nach Möglichkeit direkt ganz lassen bis dahin. Das könnte ziemlich helfen. Ah, ja, genau da, wo die jetzt alle mich schießen. Logisch. Und los geht's. Ohne langes Gelaber, da gibt's direkt ein Race hier. Da geht's. Au, ja, mal schon wieder Dritter. Und hier wir unbedingt Erster werden müssen. Wäre aber cool auf jeden Fall. Ach, müssen wir nicht abbiegen. Ich dachte, er will abbiegen. Nein! Ach, dieser Idiot mit uns. Ja, zumindest baut die auch schön und von daher kann man wieder ein bisschen aufholen, weil ist jetzt nicht so, dass wir die unsere Rennprofi werden. Jetzt schießen die auch noch hier auf uns. Das ist ja fast schon Sabotage. Die Polizei haben wir hoch am Hals. Klasse. Wenn wir hier rechts. Da ist natürlich so Geländer im Weg und so ein kleiner Bauarbeiter, aber dem lassen wir uns nicht stören. Immer geradeaus, nehme ich an. Schön geradeaus und nächster rechts. Komm, komm, komm und rum. Rein links. Jetzt nächster links hier, genau. Sehr hübsch. So, jetzt immer weiter, immer weiter, immer weiter und nicht abheben. Hast du da aus, ob wir das gewinnen hier, hä? Überhaupt Gegner sehen hier? Ah, sehe gar keinen. Alles Lobobs. Fahren wir schön hier, haben keinen Verkehr. Nur hier rein. Zack, an der Note vorbei. Und wieder quer durch die Stadt, immerhin zurück und wieder ab durch die Mitte.
Ja. Komm, schießt auf jemand anders weiter. Ja, und rum geht's, ja. Und rum. Ah, je. Das Auto fand schon. Zack, hier lang. Mensch, wie lange ist denn das dran hier? Vor allen Dingen, ja, bestimmt schon viermal hier durch die Mitte der Stadt gefahren. Jetzt schießen sie schon wieder auf uns. Hier ging's los, hier ist das Ende und zacki. Jawohl, Gratulation, du hast gesiegt. In der unglaublichen Zeit von 169 Sekunden. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, wie viel Geld wir gekriegt haben. Beim Vorlesen. Und unser Auto ist Schrott. Na gut, wir fahren jetzt erstmal zu Toni. Auch schon die nächste Telefonmission, die machen wir mal zwischendurch, mal würde ich behaupten. Ach Mensch, ja. Brauchen wir Leben? Nö. Das Auto können wir gebrauchen, oder? Über die Straße rennen, wenn der Bekloppte lang fährt. So, zack. Triaden und andere kleine Fische. We're at war. The Triads have a fish factory as a front. Most of their business goes down at the fish market in Chinatown. The laundry still owes us protection. They reckon the Triads are protecting them now, so I say we exact a fitting punishment. Take those boys over and whack the Triad warlords. Hell, if you get a chance, pop some of their soldiers too. Eine Strafaktion. Okay. Hat ein paar Freunde hier. Komm, steig ein, Junge. Ach, Mensch, ja. Guck mal, die ist drüber. Kann ich nicht sagen. Ja, komm, komm, komm. Ist die auch mit dir? Weiter. Da, plus zwei Freunde. Na gut. Du von mir. Ja, mal schauen, wie diese Strafaktion abläuft. Wir sollten mal schnell verschwinden, so viel wie hier rumrennen. Ja, jetzt nehmen wir noch mit hier. Uiuiui, schnell weiter. Und genug Munition für den Mac mit. Ganz schnell ins Auto. Mac-Munition kleiner einsammeln hier. Komm, komm, Leute, ab ins Auto. Und nochmal umfahren, genau. Ich sollte nicht die Schilder lesen, die hier am Stadtrand verteilt sind. Und ich versuche irgendwo zu flüchten. So, letzter Point, 70 Leben haben wir noch. Triaden-Packwaggon. Das ist ein Triaden-Packwaggon.
side of the car. Ich vermute, das ist keiner. Ach, die Klappe. Guck mal, jetzt zum Triaden Packwagen her. Ja. Nur doch bestimmt hier Scheinertown fahren, oder könnten wir das Auto wechseln. Bis wir hier irgendwann in Flammen aufgehen. Wenn es während der Fahrt. Steigt ein, Jungs. Ja! Das war absolut spitze. Ich nehme an, das hat es jetzt genauso geholt wie das davor. Die ballern sich alle über den Haufen. Oh, das ist aus dem Auto. Och Mensch! Natürlich weg. Verdammt. Oh ja, ein Bus! So der erste, den wir jetzt hier sehen. Ein komisches Triadenauto haben wir jetzt. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, was die überhaupt für ein Auto meinen. Außer so ein Fischauto. Entschuldigung. Ah, einen Humble haben wir dabei. Probieren wir das mal. Kann ich nachschauen, wie das Auto heißt. Das nehmen wir gleich mit, da haben wir schon das dritte von 100. Tausend. Spitze. Unser Kollege steigt auch gleich aus. Wir gehen jetzt nach Hause. Nehmen natürlich alles mit hier. Nicht, dass der uns irgendwie vorher so eine komische Karre suchen lässt. Naja. Da hat man hier beim Bandenkrieg schön weitergeholfen. Mit einem Strafakt. Haben sogar gleich ein Drohnenpaket gefunden. Entschuldigung. Das war jetzt nicht mit Absicht. Ja. Oh, das ist doch furchtbar hier. Leben gleich mitnehmen. So, zack. Upp. Vielleicht der richtige Zeitpunkt zum Auto wechseln, ja, auf jeden Fall. Ich dafür. Nee, komm. Ja, I'm a working man. Das kann man dann untergequatscht, du Affe. I'm a working man, ja. Wir gesehen, woran du arbeitest. Ja, I'm working man, so ist das also. So, wir wollen ja nicht zu Salvatore, sondern zu Tony. Lass uns Tony seinen Bandenkrieg führen.
dann helfen Salvatore wahrscheinlich beim Expansieren oder so, keine Ahnung, vielleicht wird die Spank-Droge loswerden. Nehmen wir an, er wird uns dann auch zu unseren alten Geliebten führen. Explodierende Fische. Eightball says it's real sensitive. The slightest bump could set that thing off. Their fish factory will open its gates for a dust cart. So you can drive right in. Park up between the gas canisters and get the hell out of there. I want it to rain mackerel. We're talking real biblical here. Nothing low budget. Okay, wir jagen jetzt also mit einem Müllauto eine Fischfabrik in die Luft. Ja, macht man jetzt auch nicht jeden Tag, ne? Hey, beim ersten Versuch rausgekommen. Also erstmal wieder zu Eggball, das Müllauto abholen. Mensch, da hat doch ganz schön zu tun, Eggball hier. Was alles für Bomben legen muss. Ein kleiner Bombenleger ist das. Stimmt, so ein Langlotscher. Da ist das Müllauto. Wir sind schien mit Tunnel. Ja, da was? Und da rein? Okay, dann müssen wir dann mal probieren. Mal gucken, wo wir da rauskommen. Den kenne ich gar nicht. Da kann ich klettern, kann das sein? Bringt die Ball nur dagegen. Ja. Egal. So. Der Schmaßer. 2 Minuten. 4 Schaden soll man auch nicht machen. Wir müssen jetzt wieder zur Fischfabrik. Ist ein ganzes Stück. Das auch noch vorsichtig gefahren. Kann schon einen kleinen Moment dauern. Aber 2 Minuten sollte man trotzdem schaffen. Wenn uns jetzt ja nicht andauernd irgendjemand reinfährt. Oder die vor uns wieder die Straße blockieren. Machen die gerne, habe ich das Gefühl. So, aber da am Krankenhaus wieder vorbei. So langsam kenne ich mich in der Stadt auch wieder aus. Neu überholen mit unserem Müllwagen hier. Dankeschön, bitteschön. Ja, die U-Bahn. Haben wir. Das. Das war keine so schlaue Idee gerade. Nee, nee, lass mich mal zuerst fahren, Leute. Also schon da, sind schon da. So, jetzt sind wir den zwischen den Gastanks parken. Und dann nichts wie raus hier. Huch, da bin ich ein Stück weiter weglaufen. Die Jagd hat das ganze Ding in die Luft und steht daneben. Weil das Mensch ist gleich tot. Oh, die nehmen wir auch noch mit hier. Leute, eure Fischfabrik brennt. Ich wollte es nur mal erwähnen. Kann man jetzt durchgucken, durch die Fischfabrik, auch nicht schlecht. Lass mich wieder raus. Dankeschön. So, da sind wir scheinbar auch fertig mit Toni. Geht jetzt mit Salvatore weiter. Dann können wir eigentlich noch mal schnell zwischendurch so eine lustige Telefonmission machen. Dann sollten wir vielleicht das Auto wechseln, falls es wieder ein Rennen ist. War natürlich nur so komische Autos rum.
Ja, komm. Dafür haben wir euch zerstört, Mensch. Entschuldigung. Guck mal, hier vorne haben wir da ein schönes Auto. Oh! Habe ich wohl einen kleinen Ticken zu spät gebremst. Das tut mir aber leid. Für dich, Süße. Egal. Brandheiße Eiscreme. I started my exotic entertainment business with nothing but the sizable contents of my leather pants. A gang of no-goods has threatened to remove my starring member if I don't pay them a cut. They threatened the wrong man, amigo. You're the witness for the ice cream. Pick up the bomb I've hidden in Hardwood, hijack the regular ice cream van on its rounds, and lure these fools to their doom with the jingly jingly. They hide in a warehouse on Atlantic Key. Okay. Also mal wieder eine Bombe, aber diesmal in einem Eiswagen. Also ja, Müllwagen, jetzt Eiswagen. Okay. Ja, muss ein bisschen Abwechslung reinbringen. Das ist jetzt nicht sehr weit, okay, gut. Hat sich das schnelle Auto besorgen ja richtig gelohnt, war also kein Rennen. So, machen wir die Bombe. Liegt ja einfach so auf der Straße rum. Überhaupt kein Problem. Da unten ist eine Waffe. Die holen wir uns natürlich erstmal. Ja, das war nichts. Müssen wir da rein. Da vorne irgendwo. Ey. Oh, yeah, yeah. Autos gehen aber auch schnell kaputt, ey. Was ist jetzt hier? Nee. Ein Stückchen weiter. Sehr schön. Wenn wir nur wieder rauskommen. Hier haben wir ja mal Leben. Perfekt. So, jetzt müssen wir uns mit den Eiswagen besorgen. Vorne geht's raus. Oh, ohne Überschlag. Danke. So, wo finden wir jetzt so einen scheiß Eiswagen? Achso. Der Karte markiert. Oh, ja. Ich werde in Zukunft eure Fabriken nicht mehr in die Luft sprengen. Haben wir jetzt Platten? Nö. Ich glaube, hier gibt es auch gar keine Platten. Mr. Whoopi! Mr. Whoopi says, came and get one! Das ist auch mal was. Schön mit dem Eiswagen durch die Gegend gucken. Unten bei den Docks, also müssen wir hier rum. Und vorne nochmal links rum, dann so war ich schon da. Nee, das ist gar nicht das, wo wir dem Kunden sein Auto geklaut haben. Ich dachte, das wären die Docks. Oh, hier ist auch noch Docks. Na gut, na gut. Um den Ice Cream Jingle abzuspielen. Im Fernsehen, okay. Es ist aber auch eine ganz fiese Falle, ne? Weil wir wissen ja ganz genau, alle bösen Buben kommen in Reihe und Glied rausgelaufen, ja, zu viert, Minimum, wenn man den Eiswagen abstellt. Jeder Mensch will ein Eis, aber blöd, wenn es so endet.
ist jetzt nicht ganz so cool. Ne? Na cool, Witzspiel, Wortspiel, ja. Zack, 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 schön Munition für uns. Wunderhübsch. So. Ja, wieder kein Auto. Jedes Mal dasselbe. Wieso müssen wir eigentlich immer die Autos zerstören, mit denen wir angefahren kommen? Ist doch kacke. Ich hab bloß ein bisschen Van. Dann so ein Truck. Nichts Besseres. Fahren wir halt. Oh, nee, doch was Besseres gefunden. Na, was Besseres gefunden. Kannst du einen blöden Schenki wieder haben? Wir fahren Hammer. Patriot. Ja, Amerika ist so eine Riesenmaschine. Patriot. So. So, da fahren wir mal zu Salvatore. Hier ist schon wieder ein Telefon. Warum wird uns das eigentlich nicht der Minimap angezeigt? Wieder der lustige Junge hier. Mit seiner Firma hier, mit seinem Hundefutter. Die Diebe. I hired some thieves to break into my apartment and steal some stuff so I could claim on the insurance. The thieving bastards are threatening to tell the insurance company if I don't give them a cut. Can you believe it? I left the car inside the factory gates. Use it to go pick them up from their turf in the red light district. Then bring them back to the factory so I can make them see Marty's point of view. Warum muss ich jetzt schon wieder ein blödes Auto nehmen? Da hat er bestimmt wieder irgend so eine Schrottkarre da drin abgestellt. Oh Mann, ey. Da bitte danke. Ja gut. Bestimmt wieder zerstören hat man alles. Trifft dich mit den Dieben. Das war alles für Gespräche hier drin, hört du. Ganz schön. Ja, Leute. Nicht so nervös, nur weil ich hier lang fahre. Heute sprengen wir euch in die Luft. Bitte ein bisschen schneller einsteigen, danke. Ja, hier anhalten ist keine gute Idee. Nein, sind wir nicht beschossen. Meine Güte, ey. So, bringen wir die erstmal wieder zur Fabrik. Wo der dann in aller Ruhe und ohne Gewalt mit denen reden kann. Bin ich mir absolut sicher, sonst würde ich das nicht machen. Bestimmt wieder das Auto zerstören, Beweise zu vernichten. Ja, die haben auch alle einen sehr, sehr entspannten Gang hier. Gigantisch. Ah, gut, umspritzen diesmal. Wisst ihr, habt ihr gehört, wie die Zitronen zerschnitten haben, ja, oder zerquetscht haben, was das für Geräusche waren, das sind so Friedenszitronen waren das, ja. Bin ich hundertprozentig von überzeugt, dass es genau so war. Nicht anders. Achso, nächste Einfahrt. Ja. Oh, das muss man nur zurückbringen. Ich glaube, die könnte ich gleich behalten. Ist ja doof. Och Leute. Nicht so nervös.
Ein Eiskaltwagen! Juhu! Mit Musik kommen da irgendwo ein paar Gangster angerannt. Ja. Ja, war doch mal eine fixe Mission hier. Ups! Das war ich nicht, das war schon so. Raus aus dem Fahrzeug. Telefon klingelt schon wieder. Könnt ihr mir das nicht einfach erzählen, wenn ich da bin? Warum muss ich jetzt rauffahren, wieder ans Telefon gehen? Naja. Egal. Wir gehen jetzt erstmal zum großen Boss. Mal sehen, was der Schönes für uns zu tun hat. Bestimmt wieder Maria irgendwo rumfahren oder so. Sehr schönes Haus. Hat natürlich auch eine Bombenaussicht hier hinten, ne? Oh! Päckchen 4 von 100. Genial. Aber er soll vielleicht mal seinen Garten aufräumen. Oder seine Zeitung reinholen. Sind schon ein paar. Mal gucken, wenn wir ordentlich für ihn arbeiten, können wir uns vielleicht auch mal ein Haus leisten. Wieder drauf. Zombie Elvis gefunden. Ja. In GTA 5. Läuft er dann rum. Ich glaube, war das GTA 5? Auf jeden Fall irgendwo läuft ein Elvis rum. Curlys Geheimakte. The Colombian Cartel is making spank somewhere in Liberty, but we don't know where. And they seem to know everything we're doing before we do. We got us a rat. There's a guy named Curly Bob, works the bar at Luigi's. He's been throwing more money around than he's earning. He ain't pimping or pushing, so he must be talking. He usually gets a taxi home after work, so follow him. And if he's ratting us out, kill him. Oh, mit Verrätern. Oh, nee. Keine schöne Geschichte. Also da müssen wir wirklich... Sollte sich rausstellen, dass an dem was faul ist, ab einen Prozess machen, ne? Da gibt's hier unseren kleinen Freund. Mit dem klären wir das dann. Da war ein Baum. Oh, der zeigt mir hier fest. Eieiei. So, bei Luigi. Verräter. Bei Luigi's Bar, das ist Stripschuppen und ein Puff. Schreckometer. So was kann auch nur den Leuten bei Rockstar Games einfallen. Was? Nee, Schreckometer hat schon gar nicht bewegt, Mensch. Oh Mann. Und zurück. Die Musik dann kurz ausschalten gleich. Ja, sofort. Hat nämlich YouTube was dagegen. Das ist schade. Die Radios in GTA sind echt genial, auch in GTA 3 schon. Besonders eigentlich. Es stapeln sich die Autos langsam.
besonders eigentlich wirklich diese Chatradios. Ja, also muss man, wenn man da mal ein bisschen zuhört, da gibt es schon so einiges. Ja, zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist GTA 4. Als da eine Frau ein neues Produkt bewirbt, mit dem man seinem weißen Baby, ja, das wird ganz klar betont, seinem weißen Baby einen Chip unter die Haut plantieren kann, damit die bösen Schwarzen, ja, die weißen Kinder nicht klauen können. Ja, und lauter so eine Sache. Also das ist schon sehr amüsant zum Teil. So, mal gucken, ob wir den jetzt nicht verschreckometern für ein Leben gewinnen. Oh, Massencrash, ja. Oh, Platzmensch. Mit einem Bobcat. Ja, die schießen sich halt hier einfach den ganzen Tag über den Haufen. Wie jetzt? Was soll der Blödsinn? Wenn dieses Schreckometer ist im Englischen bestimmt etwas kürzer, aber hier belegt es wirklich den halben Bildschirm. Achso, stehen wieder im Ganggebiet und ich habe verpasst, wo er lang ist. Ich glaube, ich habe ihn verloren. Dieses lustige Schreckometer ist da nicht besonders hilfreich. Wo ist er hin? Wenn ich was sehen würde, wäre das cool. Verdammt, ey. Das war jetzt echt doof. Das war jetzt doof. Doof, 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 doof. Oh Mann. Tut mir jetzt leid, dass wir uns das nochmal angucken müssen. Stehen bleiben und man nicht sehen, wohin fährt. Jetzt ist natürlich die Distanzdarstellung nicht so riesig bei so einem alten Spiel. Und mit so riesig meine ich ungefähr 5 Meter. Ja, wie man ja dauernd irgendwo spawnen und im Fahrzeug sehen. Der Polizei. Guck mal, wenn wir uns hier hinstellen, jetzt wo die Polizei hier steht, sollte man eigentlich ziemlich sicher sein. Ach, komm schon. Mal sehen. Ich hoffe, dass nicht wieder einer die Karre klauen will, hier, während wir hier parken.
So, da fährt er. Schreckometer, wir stellen mal so um. Das ist nicht ganz so krass im Bild. Ah, nein! Ach, das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Auf dem Weg. Oh Mann, das ist so eine einfache Mission. Aber ich krieg's einfach nicht gebacken, ey. Kann ich drüber springen. Cool. Oh Mann. Unglaublich, wie man dann so eine einfache Mission scheitern kann, ey. Unglaublich einfach. Jetzt haben wir auch noch einen Nebel hier und einen Baum. Nebel und Baum. Und wir sehen natürlich nicht viel. Hier will ich Straße rennen, mein Freund. Hier gibt es Bekloppte mit schnellen Autos. Mich zum Beispiel. Und den Weg hier hinten kenne ich nicht mehr auswendig. Ich habe nicht mehr auf die Minimap gucken brauchen. Ich glaube, das war auch in GTA 1, 2 war das schon so, dass es Leute gibt, die dieses Auto klauen, wenn irgendwo steht. Man glaube, so grüne Männlein oder gelb, entweder grün oder mit gelbem T-Shirt. Bin ich mir nicht mehr ganz sicher. So, wo bleibt der Luigi? Ne, ist ja nicht Luigi. Der Luigi ist Boy. Tripper. Hi, Bella. Ah, schön auf Schreckometer achten. Was voll im Bild ist. Wo fährt er lang? Wo fährt er lang? Wo fährt er lang? Ja, komm, schießt auf jemand anders. Nach rechts. Und natürlich genau falsch gefahren vor uns. Mit deinem Gas lasst aber anders hin, mein Freund. Ich muss ja jemanden beobachten. Er weiß, wo der wohnt. Der fährt bestimmt zweimal durch, quer durch die Stadt jetzt. So. Nee, der kann auch hoppen. Können die noch langsamer fahren da vorne? Inzwischen relativ nah dran. Will er einen Docks? Ich dachte, der fährt von hier aus nach Hause. Ja, der hätte es einfach zur Seite gehen können, mein Freund. Was will der hier? Here comes our little friend, Mr. Big Mouth himself. Were you followed? You know what goes on here is our little secret, Amir. No, no, das ist doch unsere große Liebe. Here's your spank, Squealer. Now talk. Okay, so the Leones are fighting wars on two fronts. They're in a turf war with the Triads, with no sign of either side giving up. Meanwhile, Joey Leone has stirred up some bad blood with the Ferrellis. Every day they're losing men and influence in the city. Salvatore is becoming dangerous and paranoid. He expects everybody and everything. And with loyalty like yours, what has he possibly got to worry about? Uh-oh. Knapp der Curly Bob vorher, ja, auf jeden Fall. Er redet mit der,
die uns angeschaut hat. Wo willst du hin, mein Freund? Wo soll ich nicht gucken her? Geschrieben hatte. Eine Waffe nehme ich trotzdem. Da quatscht der, also habe ich doch gewusst, dass die Spank-Gelumpe kommt genau von den Leuten, denen wir zusammengearbeitet haben beim Raub. Uns verraten haben. Jetzt raus da. Naja, das war jetzt irgendwie fast zu erwarten. Und genau die uns angeschossen hat. Mal abwarten. Wir haben bestimmt unseren großen Showdown mit ihr noch bekommen. Hoffe ich auf jeden Fall. Das muss sein. Storytechnisch auf jeden Fall. Oh, zack, 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 zack. Und zack, Baum. Ja, weil zack, Baum einfach ist cool und so. Ich nehme das nächste Auto. Danke. Wird hier aber auch ziemlich schnell, ey. Der hat ja genug. Stehen ja immer zwei neue da. Ja, schön. Wird für uns bereitgestellt. Der wartet dann, wenn ich auf irgendwas. Das könnte man abschleppen hier, seinen Schrotthaufen. Ja, Bombenanschlag. Teil 1. Cartel has got bottomless funds from pushing that spank crap. If we make an open attack on them, they'll wipe the floor with us. They must be making spank on that big boat that Curly left. So we gotta use our heads, or rather one head, your head. I'm asking you to destroy that spank factory as a personal favor to me, Salvatore Leone. If you do this for me, you will be a made man. Anything you want. Go and see 8-Ball. You'll need his expertise to blow up that boat. Wir jagen ziemlich viele Sachen in die Luft, muss ich jetzt mal so feststellen. Ja. Vier kleine Ampeln, Fischfabrik. Was haben wir da in die Luft gejagt? So ein Auto. Autobombe haben wir auch gemacht. Ja, ja, und jetzt jagen wir einfach mal so ganz lässig nebenbei. So ein kleines, ja, Schiff schon in die Luft. Wobei ich... Eiswagen. Ich höre dich. Eiswagen. 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 Und noch ein Eiswagen. Doppel-Eiswagen. Kriegt man da irgendwas, wenn man zwei Eiswagen findet? Hier über die Straße rein, ich jetzt bekloppte. Hab ich schon oft genug gesagt. Guck mal, wir jetzt 8-Ball zu sehen kriegen. Wollen wir hin? Jetzt haben wir einfach nur eine Bombe ins Auto gebaut. Ach, hier. Klasse. Ja, Bombenanschlag, Teil 2. Das war Teil 1 und Teil 2. Oh, sinnlos. Yo, my man. Salvatore phoned ahead, but a job like this is gonna need a lot of fireworks. I'll need $100,000 to cover expenses. But you know, with me, you get a lot of bang for your buck. Come back, brother, when you have the money. 100.000 sind wir ja haben. Und zwar der 45. Und wieder rein. Okay, let's do this then. I can set this baby to detonate, but I still can't use a piece with these hands. Here, this rifle shall help you pop some heads. Ach, 8-Ball war der Junge, mit dem wir geflohen sind. Hab ich gar nicht gewusst. Den sollten wir vielleicht jetzt nicht unbedingt nehmen. Wir nehmen mal seinen Gruselvan hier. Äh.
Jetzt habe ich verpasst zu lesen, wie man mit dem Ding zoomt. Mal kurz in die Option gehen. Controller Setup. Steuerung ändern. Spezialmission. Bild auf. Z und X. Okay, Z und X. Gut, dann nehmen wir mal deinen komischen Kinderficker-Van hier. Komm, steig schon ein. Wundere mich, dass er nicht irgendwo einen Schriftzug mit dem Schatten einen echten Hasen hat. So ein Pedobär-Logo. Oh, Mensch. Wie ich den Verkehr in dieser Stadt liebe. Get a good vantage point, then I'll head in when you fire the first shot. Der schleppt das Zeug da hoch, okay. Siehst, wir sind eigentlich in einer relativ angenehmen Position, würde ich mal behaupten. Ich bin weit weg und mit Scharfschützengewehr. So, mal gucken. Da ist das Schiff, gute Position. Tja. Kann man hier irgendwo hochklettern? Hier irgendwo. Ja, vielleicht hier drauf. Lustige Gitter. Vielleicht entdecken die uns nicht, wenn wir jetzt hier vorne rumlaufen. Nö, aber hier kommen wir zumindest hoch. Ich würde sagen, wir bleiben mal hier. So, Z und X. Ja, ich stütte ja nicht. Die Freunde fahren alle um. Davon lassen die Profis hier sich nicht ablenken. Und schon Stern. Z, schnell. Natürlich genial, rote Fässer, die keinen töten. Ich hätte den Timer vielleicht ein kleines, wirklich so ein ganz kleines bisschen länger eingestellt. Wirklich nur ein ganz kleines bisschen. 150. Ja. Ein ordentliches Plus gemacht, oder? 50.000. Reingesteckt, 150 raus. Macht sich doch echt gut.
So, dann fahren wir direkt zu Salvatore. Hat er gesagt, wir können uns jetzt wünschen, was wir wollen. Mal gucken, ob wir uns unsere alte Spielgefährtin zurückwünschen. Wir sind immer noch auf der ersten Insel. Meine Güte. Schickes Auto, wohl bemerkt. Und so ganz nebenbei. Der letzte Wunsch. It's my favorite cleaner. I'm proud of you, my boy. You kicked the shit out of those grease balls. I just got one little job for you before we can all celebrate. There's a car around the block from Luigi's club. The inside is covered in brains. We gotta help some guy make up his mind and it proved a little messy. Wer hat sie beworben? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er nicht bloß ein Loch im Kopf haben soll am Ende dieser Mission. Ein ganz kleines bisschen habe ich so das Gefühl. Und um das mal klarzustellen, ich habe dieses Spiel zwar früher gespielt, kann mich aber wirklich bis auf an die Protagonisten storytechnisch an fast nichts mehr erinnern. Ich bin auch gar nicht sicher, ob ich das überhaupt jemals richtig komplett durchgespielt habe. Das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Oh, das Auto gefällt mir. Ein Unfall bauen, land nicht ich in der Wand, sondern die Gegenpartei. Das Auto könnte ich mich gewöhnen, aber ich glaube, das gibt es erst auf der nächsten Insel. Piper-Nachricht. Ja, Maria, das mit dem Wagen ist eine Falle. Komm zu dem Steg südlich der Calam Bridge. Ich habe jetzt das übelste Bedürfnis, zur Falle zu fahren. Wir müssen mal angucken. Steht denn der Wagen? Irgendwie das Gefühl, der explodiert. Ja, er explodiert. Ich glaube, das hat uns jetzt alle unsere Waffen gekostet. Jawohl. Aber egal, das musste ich jetzt wissen. Nee, das ist mein Cup. Ja. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn man jetzt vielleicht die Story hätte splitten können oder so, aber naja. Dann fahren wir jetzt halt zum Steg. Mit Taxi. Nee? Schade, dass Maria uns rettet. Ich will Misty zurück. Um das mal klarzustellen. Ja? Also ja, so, wir bedanken uns natürlich auch bei Maria, ne? It's my favorite cleaner. Das war doch so klar, dass nachdem wir das für die gemacht haben, loswerden wollen. Und den Weg zu Luigi's Kammer, ja. Dank dem Schreckometer. So ein schönes Auto hier haben wir hier. Die Banker ist immer noch nicht. Nee.
And Salvatore thinks that we're going behind his back, so he was offering you to the cartel in order to make a deal. I couldn't let him do that. I mean, the worst thing is, it's all my fault because I told him we were an item. Don't ask me why. I don't know. Look, you're a marked man on the mafia turf, and I've got to get out of here, too. I've seen too much killing, too much blood. This is a friend of mine, okay? She's an old friend. It's Asuka. She's someone we could trust. Come on, enough of the speeches. We better get out of here before we get more hysterical Italians wanting less friendly reunions. Oh, ich glaube, er wechselt jetzt die Insel. So, Staffel ist schon da. Ah, Asuka? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich glaube, jetzt sind wir auf der falschen Seite vom Steg. Jawohl. Das ist also eine Art Ladebalken oder was? Ja, was? Ich glaube, wir haben jetzt ein neues Versteck, wenn ich mich recht entsinne. Asuka and I are gonna have to talk. Why don't you go cruise around? You'll need a place to lie low. There's a warehouse at the edge of Belleville that should suit your needs. Come back here to my condo when you're ready, and you and me can have a little chat. Ich gehöre doch zu den Triaden, ne? Für was habe ich hier 20.000 bekommen? Schickes Auto. Newport, Yakuza. Also gehört die zu den Yakuza wahrscheinlich. Das wird denn ihr Gang-Auto sein. Und Asuka haben wir jetzt als neuen Auftraggeber, okay. Die Brücke jetzt wieder ganz. Sieht so aus. Ich würde sagen, wir fahren aber jetzt erstmal zum Armor Nation, was hier eingezeichnet ist. Voll vorbeigefahren, weil hier kenne ich mich jetzt irgendwie gar nicht aus. Wenn ich das hier so sehe, muss ich immer an die dritte Insel von sagt schon in San Andreas denken. Scharfschützengewehr, AK, Polizei, Stern und Granaten. Nehmen wir Granaten, das. Granaten, das. Granaten, das. Dann nehmen wir ein bisschen AK-Munition. Zack. Ein bisschen mit der. Zahlen Bestpreise für neu und Gebrauchtwagen. Bringen Sie zum Kran im Nordosten von Portland. Aber. So. So, ich würde sagen, wir gehen ins Speichern und beenden wir das Ganze hier erstmal. Ja, Oma!
Kapitel 3. Oh, Paket. Zack. 5 von 100 haben wir schon. Auch mal natürlich alle, ne? Mister. Also Pain and Spray bin ich jetzt gefahren. Ich wollte nach Hause. Ach. Geht sich runter. Ich wollte speichern gehen, fahr zum Pain and Spray. Dann 100 Pakete, wir haben erst 5. Ah ja, genau. Kann ich mich auch dran erinnern. Pass ein bisschen was mehr rein. Wieder noch ein Baseballschläger. Moment, war das hier speichern? Aha, okay. So. Machen wir noch eine Mission, würde ich mal sagen. Haben wir ja nur noch Asuka für die Mission übrig. Abkürzen, so, zack. Auto parken, zack. Ja, muss so sein. Sayonara, Salvatore. We have certain issues to clear up before we continue any form of relationship, business or otherwise. Let's lay our cards on the table. I am Yakuza. And I know you worked for Salvatore Leone's family. I can give you work with our organization. But first, you must prove to me that your ties with the Mafia are truly broken. Salvatore Leone will be leaving Luigi's in about 3 hours' time. Make sure he doesn't reach his club alive. Meanwhile, Maria and I will catch up on old times. Oh, Asuka, you've got a massager. That's not a massager. Okay. Ist kein Massagestab. Das müssen wir uns merken. Uhr 30. Müssen wir ein bisschen beeilen, glaube ich. 9. Stimmt, Asukas Auto. Natürlich imponieren, ne? So wie die jetzt gerade Anspielung gemacht hat. So, wie kommen wir auf die Brücke? Brücke, 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 Brücke. Da hinten ist die Brücke. Und hier ist keine Straße. Spitzenstart. Da ist eine Hauptstraße und Brücke perfekt. Hey, das sind mal fixe Ladezeiten. Ich fahr den Auto von Yakuza, wenn man so quer durch die Gegend. Ja, und ja, kennt mich natürlich wieder, die Idioten. Hab euch doch fast nichts getan. Eiswagen. Wo ist er? Du gehört. Ah, 32 verlässt Salvatore Luigi's Club. Entschuldigung.
könnte mein Auto klauen, oder? Gewusst. Was soll die Kacke? Unten von meinem Auto. Hey, Hübscher. Und schon. Der Geil. Okay. Hier für eine Schrottkarre in der Ecke. Nun wohl, 2.30 Uhr. Jetzt gleich los. Du klaust ein anderes Auto, mein Freund. Drei Mafiosi-Autos und ein Haufen Mafiosi, oh Gott. Was mir auffällt, ist ja in dem Auto der Yakuza vorbeifahren. Und den einfach überfahren können. GTA-Style. Was? Okay. Das war jetzt mal ein sehr schneller Tod, okay. Dann das nächste Mal probieren wir das mal mit Granaten oder so. Aber jetzt beende ich die Aufnahme erstmal für heute, beziehungsweise den Livestream. Für alle, die wir YouTube gucken, nicht vergessen. Das Spiel gibt es auch immer live auf Twitch zu sehen. Ja, Link natürlich in der Beschreibung. Ansonsten einfach mal den User Leup suchen. Also mich. So. Sind wir natürlich in dem Versteck parken. Müssen wir das dann wieder mit die Brücke fahren, aber egal. Und sein Patriot hier drin parken. So. Zack. Hier mal speichern. Natürlich alle Waffen wieder kaufen, ne? Das ist natürlich doof. Volles Paket Waffen gekauft und dann 3 Sekunden gekämpft. Mehr oder weniger. So. Dann good luck and have fun.